Willkommen zurück zur Erzählung der glorreichen Bauernrepublik Dithmarschen. Europa ist im Krieg. Und in dieser Folge zum Abschluss der Staffel wollen wir uns einmal anschauen, wie sich die Dinge jetzt noch weiterentwickeln werden. Sehr wahrscheinlich werden wir aber in dieser Folge noch keine Entscheidung forcieren können. Wo ich mal darauf hinweisen möchte, ist, dass Böhmen hier mit seinen 22.000 Mann Portugal jetzt komplett besetzt hat und Richtung Maghreb vorstößt. Mal schauen, ob die portugiesischen Truppen jetzt, wenn sie sich hier gesammelt haben, die böhmischen Truppen zurückdrängen können. Die haben hier aber auch schon den Mauerdurchbruch. Minus 14% in Keita. Mal schauen. Unterdessen sind jetzt hier einige Truppen der protestantischen Liga in Venedig eingefallen. Hier durchs Eschtal, durch Österreich durchmarschiert. Die ja auf unserer Seite im Religionskrieg sind. Wir konnten jetzt hier einige Truppen zurückschlagen. Hier fliehen gerade böhmische Truppen. Allerdings kommt jetzt hier mit einem herausragenden französischen General zur Schlacht. Ich glaube, diese 9000 Sachsen können hier nicht bestehen. Aber hier halt 40.000. Zusammen hier kommen nochmal 10.000 nach. Also ich bin ganz guter Dinge, dass Venedig hier standhält. Und dessen ja, wird Böhmen hier weiter belagert, weiter besetzt und wir sind dabei, Paris zu besetzen. Solchen Ausbruch hier in Chartres. Die vermittelten Truppen sind sich nicht ganz sicher, ob sie sich jetzt hier anschließen wollen oder nicht. Aber da hier jetzt anscheinend noch keine französische Armee direkt kommt, würde ich mal sagen, die brauchen sich nicht anschließen, sollen ihre eigenen Wege gehen. Und in der Zwischenzeit gibt es Renke Schmiede in Hamburg. Der Aufstieg von Willem van der Most, der als flämischer Beamter zu einem höheren Amt hat viele verärgert, die Peter Giesebert nahestanden. Johann Adolfi Frese, ein Mitglied einer der ältesten niedersächsischen Familien in unserem Land, ist an unseren Herrscher herangetreten und verlangt, dass wir Willem van der Most von seiner Position entbinden. Können wir sagen, das ist absurd. Er ist unser administrativer Berater. Schatzmeister. Ich denke nicht, dass wir den entlassen werden. Absurde Forderungen. Und wir führen gerade keine Debatte im Landtag. Beginnen wir eine. Könnten wieder einen weiteren Händler einführen durch ein Vorrecht auf ein Handelshaus. Harmonisierung der Staatsgesetze, auch interessant. Ruppins Meinung über Dithmarschen ändert sich und die Einnahmen ändern sich. Oder wir bauen neue Truppenquartiere unterhalb der Armee sinkt und der Verschleiß der Armee sinkt. Bin ich gerade aber nicht so entscheidend. Ich würde mal wirklich sagen, dass wir wieder ein Vorrecht auf ein Handelshaus verleihen. In Hamburg könnten wir die Händler begünstigen, geben den zwei weiteren Einfluss. In Dithmarschen das Gleiche. Gut, und damit ist das durch. Ah, und hier haben wir die französische Armee. Ah, gerade wo ich das Anschließen habe auslaufen lassen. Darlehensangebot aus Savoyen. Nein, das lehnen wir ab. Paris ist besetzt. Die französischen Truppen hier sind angeschlagen. Mal schauen, ob wir sie erwischen. Vielleicht schließe ich noch jemand an. Aber nein, hier in Barois kriegen wir sie nicht. Böhmen hat Breslau besetzt. Unschön. Wahrscheinlich die geflohenen Truppen hier. Jetzt ist hier auch die französische Armee in Böhmen mit Schlesien. Nun gut, forcieren wir jetzt unsere Anstrengungen in Frankreich.
Friedensangebot aus Danzig. Danzig könnten wir uns vielleicht auch direkt mit einverleiben. Das wollen die aber nicht. Wie sieht es denn in Münster mittlerweile aus? Nehmen sie auch nicht an. Was eigentlich auch ganz schön wäre, ähnlich wie wir das mit Rupin hier gemacht haben, irgendwo einfach Provinzen annektieren und dann wieder freilassen, auch ohne sie dann zu vassalisieren oder so. Aber dass das dann auch Republiken sind, das wäre ganz schön. Noch schöner wäre es, wenn man sagen könnte, das sollen Bauernrepubliken sein. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Und Zeitalter der Reformation, wir können eine neue Achtfähigkeit auswählen. Und was wäre denn passender, ein passenderer Zeitpunkt als jetzt, wo Dithmarschen den Religionskrieg anführt, auch das goldene Zeitalter zu beginnen. Aber ich glaube, nein, wir sind, das passt noch nicht so recht. Das goldene Zeitalter rufen wir dann aus, wenn es uns gelingt, diesen Bauernkrieg erfolgreich abzuschließen, dass mindestens 30 Provinzen in Deutschland im Besitz einer Bauernrepublik sind. Dann bricht unser goldenes Zeitalter an. Okay, die wollen jetzt direkt Paris zurückbesetzen. Zurückerobern. Da will ich sie erwischen. Je mehr wir sehen, desto mehr ernten wir und umso mehr wachsen wir. Wir kontrollieren den Handel unseres Protektorats. Ich muss dran denken, den Händler wieder einzusetzen. Wir kontrollieren den Handel unseres Protektorats und je mehr wir von all den Dingen, die sie anbauen und produzieren, exportieren können, umso größer fällt die Ernte aus. Irgendwie ist es uns gelungen, sowohl die Qualität als auch die Quantität ihrer Produktion zu erhöhen. Zudem hat unsere Handelsmacht ebenfalls zugenommen. Sehr schön. Wir erhalten bessere Exporte und Lübeck erhält gesteigerte Produktion. Wunderbar. Belagerung von Paris ging verloren. Ja, ärgerlich, dass sie es so schnell geschafft haben. Wir marschieren hier trotzdem rein. Aber mit dem Überquerungsmalus, aber unsere Moral ist hier wesentlich besser. Aber sie haben die leicht bessere Militärtechnologie. Erobern wir Paris ein weiteres Mal. Hier ist aber direkt wieder eine neue 26 Regimenter starke Armee der Franzosen. Und jetzt kommen hier weitere Friedensangebote rein. Ich würde ja gerne mit euch Frieden schließen, aber zu meinen Bedingungen. Die werden nicht angenommen. Kriegsdauer minus 18. Verbündete im Krieg, ja. Pfälzische militärische Stärke. Wie sieht es hier mit Trier aus? Oh, Trier? Im Idealfall konvertieren wir die aber auch zum protestantischen Glauben. Zumal sie ja wirklich gegen uns kämpfen. Da scheinen sie was nicht richtig verstanden zu haben. Mainz? Die nehmen das auch nicht an, auch minus 28. Gut, dann läuft das halt alles noch weiter. Was ist mit Berg? Also, die erbitten Militärzugang. Das sollt ihr haben. Friedensangebot aus Stettin. Und wir haben gar keine Prachtstufe ausgewählt. Ja,
Blockadeeinfluss bei Belagerung. So viel haben wir auch gar nicht mehr zu konvertieren. Nehmen wir das. Dann den Händler einsetzen. Den hatten wir hier mal im Rheinland gehabt. Stettin. Oh, Uckermark ist durch Ruppin besetzt. Ja. Ist die halt auch eine Grafschaft? Hat Lübeck hier irgendwie Ansprüche drauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, auf Stettin immerhin. Und in Stargard könnten wir Stettin dann wieder freilassen. Oder auch nicht. Ich denke, hier die Ostseeküste, die ist schon interessant für uns. Können wir aber nicht nehmen. Ja, dann nur die Uckermark für Ruppin. Nehmen sie aber so auch nicht an. Minus 6. Naja, immerhin. Das ist ein Ende in Sicht. Belagerung von Paris haben wir wieder gewonnen. Nimmt Danzig unser Angebot an? Nein. Avignon wurde von Frankreich besetzt, auch hier unten im Süden, wo die gerade unterwegs sind. Ja. Belagern wir Orbitou. Jetzt haben die Portugiesen hier gar keine Armee mehr in Maghreb. Die fliehen jetzt durch die Wüste. Okay. Ich hätte gedacht, dass die hier mit den Böhmern klarkommen. Vielleicht nicht in der ersten Schlacht, aber dann in der zweiten. Frankreich hat zwar Luzu auch besetzt, zurückerobert. Friedensangebot aus Trier. Ja. Ihr habt ein Friedensangebot von mir. Das könnt ihr annehmen. Oder auch nicht. Konstanz. Konstanz ist schon eine protestantische Reichsstadt. Belagerung von Orbitou haben wir gewonnen. Ja. Ja. Das ist okay. Münster, ja. Vielleicht können wir im Religionskrieg hier auch einfach nicht so viel nehmen. Ich meine, mit dem Modifikator religiöse Liga, Casus Belli. Aber sie sind bei minus 9 und Münster ist mir wichtig. Bin schon uns so ein lange ein Dorn im Auge. Dann stellen wir jetzt hier diese Franzosen. Sie kommen uns sogar entgegen, wie praktisch. Oha. Die Schlacht verlieren wir. Oder? Das war ein sehr schlechter Auftakt. Das ist jetzt ja unfassbar knapp.
Unsere Frontlinie sieht hier ziemlich bunt aus. Wir konnten hier noch ganz knapp gewinnen. Wir haben hier auch mehr Verluste hinnehmen müssen. Uiuiui. Also, die französische Armee bleibt kein Zuckerschlecken. Regenerieren wir uns hier ein bisschen. Unsere Reserve sieht noch ganz gut aus. Pfalz möchte einen Frieden, Flandern möchte hier auch einen Frieden haben. Hier will ich hin. Religion erzwingen, Handelseinfluss, Kriegsreparationen. Ihr könnt natürlich auch gucken, dass wir hier... Ärmelkanal ist halt auch interessant für uns. Eine schöne Handelsbauernrepublik etablieren. Landern wäre doch auch ein guter Anfang dafür. Wollen sie nicht? Minus 20. Könnte man aber auch mit Holland dann machen. So, und ihr... Ne, wir wollen euch nicht nehmen. Handelseinfluss übertragen. Okay. So weit, so gut. Unsere Truppen müssen sich hier noch ein bisschen regenerieren. Rücken wir hier aber schon einmal ein bisschen auf. Können wieder in eine neue Idee investieren. Hier nochmal mehr Zentralisierung durchsetzen. Jetzt will ich aber wirklich auf die verbesserte Drainage sparen. Die haben wir ja auch fast. Ja. Trier hier auch wieder. Münster ist bei minus 4. Alles eine Frage der Zeit. Warum habt ihr denn die Belagerung von Lyonnais hier jetzt aufgegeben? Alles muss man selber machen. Ah, hier werden jetzt die portugiesischen Truppen bei Venedig geschlagen. Schwedische Truppen sind mittlerweile auch am Mittelmeer angekommen. Die französischen Truppen ziehen sich hier zurück, können sich nicht zurückziehen und werden geschlagen. Eine neue Wahl. Ja, jetzt wird es schon unwahrscheinlicher, dass er direkt auch wieder gewählt wird. 4-2. Er wird halt wieder von 1 bis 4 wiedergewählt. 5 ist es ein diplomatischer Kandidat. 6 ein militärischer. Es ist eine 2. Der war jetzt die Wahl sehr eindeutig. Und wir können jetzt die Drainage entwickeln. Lagerung vom Ärmland haben wir verloren. Okay. Nepalesen haben das Ärmland befreit. Ich weiß es nicht. Und die stehen hier jetzt auch. Naja, vielleicht brauchen sie etwas länger für die Festung. Das wäre schön. Okay, die belagern sie jetzt gerade nicht zurück. Wir machen hier noch einmal mit der Belagerung weiter, dass wir hier im Süden dann auch wieder mehr Bewegungsfreiheit haben, um agieren zu können. Wieder Ränke schmieden Hamburg.
Und weiterhin ist das eine absurde Forderung. Und wir können auch neue Handelskompanien gründen. Sehr schön. Das machen wir. Ja, Manufakturen vielleicht in Stade. Ja. Ja. Die finanziellen Mittel sind einfach da, um im religiösen Krieg hier noch Manufakturen aufzubauen. Mittlerweile haben sich hier die französischen Truppen auch wieder zurückgezogen. Die Nepalesen marschieren hier weiter umher. Könnte ich anscheinend auch nicht entscheiden. Jetzt haben wir die Belagerung gewonnen. Ja, die schweizerischen Truppen will ich hier noch gar nicht stellen. Ja, hier unsere Eroberungen bis jetzt verteidigen. Die marschieren hier jetzt aber auch einfach über die Festung drüber. Und noch weiter. Das finde ich ja nicht fair. Ja, hier können wir sie stellen, die 15.000 Nepalesen. Die Schlacht sieht auch ziemlich eindeutig aus. Unser Diplomat ist in ruhigen... fertig. Die können ja nicht weiter verbessert werden, die Beziehungen. Können wir denn in einem Krieg so eine Integration starten? Oder annektieren? Nein, geht nicht, weil wir uns im Krieg befinden. Dänemark. Schleswig auf jeden Fall. Kolding könnten wir uns auch schon nehmen. Das ist ganz nett, dann ist die Festung schon mal in unserer Hand. Sjelland, Fynn, das können wir uns alles nehmen. Oha! Bornholm auch. Und auf was ist Schweden denn hier scharf? Ja, hier einfach im Hinterland das Gebiet konsolidieren. War doch, ja, das wollen sie auch alles haben. Wenn ich das Schweden... Okay, sie beschweren sich zumindest nicht. Wir können so viel von Dänemark nehmen. Das überrascht mich ja. Okay, ich will mich aber auch nicht drüber beschweren. Ja, Polen und Böhmen könnten mit in die Koalition reinkommen. Aber wir haben halt eh Frieden mit den allermeisten hier. Dann brauchen wir wieder eine Menge administrativer Macht. Und wir haben immer noch nicht die Gebiete in Münster annektiert. Da wird auch noch eine Menge auf uns zukommen. Aber Dänemark ist jetzt bereit, hier Frieden zu schließen. Das bedeutet auch 73% Überdehnung für uns. Aber Dänemark ist ja eher ein alter Feind. Ich möchte nochmal in die Mission reingucken. Freibeuter von Dithmarschen kontrollieren mindestens 15% der Handelsmacht in Lübeck. Gut, das sollten wir dann ja hinkriegen.
Okay, immerhin können wir es Jelland zur Kernprovinz machen. Ich will aber hier auch Schleswig als allererstes, damit das hier einfach konsolidiert ist. Unsere 18 schnellen Schiffe. Na gut, in Lübeck will ich die jetzt nicht einsetzen. Im Handelsplatz Lübeck. So, und damit geht aber auch langsam die Folge zu Ende und damit auch diese Staffel. Während wir hier unsere eroberten Befestigungen in Frankreich verteidigen, hat sich Hessen einer Koalition gegen uns angeschlossen. Ja, das müssen wir jetzt parallel noch managen. Wir könnten hier halt tendenziell Hessen direkt angreifen. Nee, können wir nicht. Weil wir uns bereits mit dem Kaiser im Krieg befinden und sie Teil des Reiches sind. Ja, das wird knifflig, aber ich bin überzeugt, dass das alles hinhauen wird. Wir sind hier auch bei 96% Kriegsstand. Also wir können hier mit Frankreich auch mal schauen, wir sind bei 58% mit Frankreich. Aber all diese Friedensgespräche werden wir dann in der nächsten Staffel führen und hoffentlich zu einem Ende dann auch bald führen. Bis dahin, alles Gute.